sind die Frauen, fast jedem ihr gefällt. Sie sind vom Manne abgesehen das Schönste auf der Welt. Besonders so ein Bräutchen, was kann wohl süßer sein? Doch wenn man sie geheiratet hat, dann fällt man manchmal rein. Und liebliches und junges Weibchen, auf dem Schoß hast du dein Turteltäubchen. Jedoch das Glück, das Große, hält ein Jahr allenfalls. Erst hast du auf dem Schoße, dann hast du auf dem Hals. Reizend sind die Frauen, es ist eine alte Geschichte. Sie feiern oft Geburtstag, aber älter werden sie nicht. Kommen nicht ins Mittelalter, so manche, die ich kenn, läuft heute noch als Backfisch rum und ist längst Mayonnaise. Schmeckt oft etwas ranzig. Manche Frauen sind 10 Jahre 29, sie kommen nicht in die 30, davor haben sie einen Graus. Aber wenn sie erst mal drin sind, da kommen sie nicht mehr raus. Wie reizend sind die Frauen, doch manchmal ist es toll. Sie wollen stets neue Kleider haben und haben die Schränke voll. Sie gehen nach der Mode, nichts Neues ist ihnen fremd. Ich glaube, wenn es Mode wäre, da kämen sie auch im Hemd. Doch mal den Gang zum Damenschneider. Klagt nicht stets, wir brauchen neue Kleider. Ihr seid gerade wie die Eva. Komm, dass die einst erschien, da sagt sie schon zum Adam, du, ich hab nichts anzuziehen. Ich liebte einst ein Mädchen, doch später schrieb sie mir, leb wohl ist auf mein Körper vor, die Seele bleibt bei dir. Ja, dachte ich, du bist wirklich eine Seele von einem Weib. Jedoch die Seele liebe ich nicht, ich liebe mehr den Leider blieb sie fort, ich hab geschrieben, liebes Kind, du scheinst mich nicht zu lieben. Du schickst mir deine Seele, das hat doch keinen Zweck. Komm lieber mit dem Körper her und lass die Seele weg. Ein Backfisch wurde leidend, er ward mal blass, mal rot. Mir scheint, du kriegst den Masern noch, sagt die Mama voll Not. Wer die als Kind nicht hatte, kriegt später sie geschwind. Sie ruft den Arzt, der prüft den Fall und merkt, sie kriegt ein Kind. Kinder, Kinder, was sind das für Sachen? Noch so jung und sowas schon zu machen. Die Mutter fragt, sind's Masern? Der Doktor aber spricht, eine Kinderkrankheit ist es, aber die Masern sind es nicht. Wie reizend sind die Frauen, nur sie sind unser Glück. Sie sind, das weiß ein jedermann, des Herrgotts Meisterstück. Nur eines macht mich stutzig, Gott schuf für uns die Frau. Er selbst jedoch nahm keine sich dazu, war er zu. Schau mal an, er hielt die Frauen sich ferne, denn er wusste, die Frauen herrschen gerne. Hätt er eine Frau genommen, da konnte es ihm passieren. Da wäre nicht der Herrgott mehr, da würde sie regieren. Es war ein Jüngling ohne Bart, das war jammerschade. Drum kauft er vor langer Zeit 10 Pfund Bartpomade. Der Erfolg war wunderbar, alle Tage dreht er. Und nun kam das erste Haar, 20 Jahre später. Mancher Wunderknirps im Film, den ich mir betrachte, ist 3 Jahre lang 6 alt, nach 5 Jahren 8, nach 10 Jahren wird er bald 12 und misst 2 Meter. Und dann wird er 14 alt, 20 Jahre später. Vor dem letzten Akte sprach jemand im Theater, nein, den Schluss wart ich nicht ab, warum gehen Tater? Auf dem Zettel, den er hielt, las der dumme Peter, letzter Akt des Stückes spielt 20 Jahre später. Eine Frau sagt zu dem Mann, sei doch treu mir künftig, bändel nicht mit anderen an. Er sagt, sei vernünftig, schlag den Schmerz dir aus dem Sinn, lach der schwere Nöter, sollst mal sehen, wie treu ich bin, 20 Jahre später. Willst du dir ein Mädchen freien, das recht schlank und schick ist, schau dir erst die Mutter an, ob die nicht zu dick ist. Die Figur von der Mama wird dir zum Verräter, so steht auch dein Weibchen da, 20 Jahre später. Für die Ehe rüsten sich unsere Damen bei Zeiten, rauchen, tragen ein Mannskostüm, fahren, schwimmen, reiten, fechten, boxen mit dem Mann, stark wie Breitensträter, bloß das Kochen lernen sie dann, 20 Jahre später. Es haben zwei Mädchen jüngst gefreit,
einen armen Jungen. Wenn der kommt, fühlt sie sich gleich ganz von ihm bezwungen. Doch die andere sagt voll Schmerz, meiner lieb Peter, wenn der küsst, das spür ich erst 20 Jahre später. Unsere Post ist immer noch riesig auf dem Posten. Für das liebe Publikum scheut sie keine Kosten. Jeden Brief, den schickt sie prompt, kaum eine Stunde geht er. Bloß ein wichtiger Eilbrief kommt 20 Jahre später. Meistens stehen vorm Polyphon sehr gescheute Leute, lachen gleich bei jedem Witz, ganz besonders heute. Doch manchmal kommt ein Dummer an, keinen Spaß versteht er. Bei einem Witz, da lacht er dann 20 Jahre später. Wenn Frauen was kaufen, das geht flink. Ich weiß, wie's meinem Freund erging. Der Jungfermehl wollten wir früh mal ins Büro, da sagte sie, lass mich ein Stückchen mit dir gehen. Dann blieb sie vor einem Laden stehen. Dein Portemonnaie, bin gleich zurück. Es dauert nur einen Augenblick. Bleib draußen, sprach Frau Suse, ich kauf mir bloß eine Bluse. Nun geht sie rein, einen Augenblick. Ihr Mann sehr heiter bleibt zurück. Er freut sich, das Wetter ist sehr schön. Sieht Kinder, die zur Schule gehen. Und sie sagt drinnen zur Mamsell, ne blaue Bluse, aber schnell. Nun schleppt man alle Blauen rein. Und nach einer Stunde sagt sie nein. Ich finde keine nette, ich möchte eine Violette. Nun packt man Violette aus. Ihr Mann geduldig steht vorm Haus. Denkt ziemlich lange, wert so'n Kauf. Geht auf und auf. Und sie sagt drinnen, das ist nett, wie kam ich nur auf Violett? Da fällt mir ein, Frau Dr. Schmidt geht immer mit der Mode mit. Und die trägt jetzt eine gelbe, ach geben sie mir dieselbe. Nun packt man alle Gelben aus, ihr Mann wird hungrig vor dem Haus. Der Mittag naht, die Sonne sticht, die Kinder kommen vom Unterricht. Und sie sucht drin und sagt alsdann, was geht Frau Dr. Schmidt mich an? Wie kam ich auf eine gelbe nur? Es wird ja Frühling, die Natur zeigt frohe Hoffnungsmine. Ach, geben Sie mir eine grüne. Nun packt man alle Grünen aus, da gibt's ein Ungewitter draus. Es regnet bis zum Abendrot, ihm fehlt ein Schirm und's Abendbrot. Und sie sagt drinnen zur Mamsell, schon Wetter heut und dazu hell. Und überhaupt, wir haben bald April, da ist's oft nass und kalt. Dann bin ich ne Blamierte, ach geben Sie ne Karierte. Nun packt man die Karierten aus, da fangt er und er röchelt raus. Ein Augenblick, das war ihr Wort, dann fällt er um, man trägt ihn fort. Da kommt sie mit ner Roten raus. Hier bin ich schon, ruft Rosi aus und schreit, mein Mann, mein einziges Glück, Gott ist der Tod, ein Augenblick. Und in den Laden starte, dann geben sie mir eine Schwarze. Eine Frau noch vom früheren Schlage, so ein richtiges Heimchen am Herd. Die sagt, es ist eine Plage, das Kochen hat gar keinen Wert. Ach, die ganze Geschichte, die lohnt sich nicht. Schon morgens geht's los, man kauft alles ein, so billig wie es geht. Und gut muss es sein. Und dann geht's in die Küche, 5 Stunden am Fleck. Mit Fisch und mit Fleisch, mit Eiern und Speck, mit Kümmel und Salz, mit Butter und Schmalz, mit Milch und mit Mehl, mit Essig und Öl, mit Zucker und Zimt und was man so nimmt. Und für wen das alles? Für einen bloß. Der kommt um eins und frisst drauf los. Bedankt sich ja nicht, das muss so sein. Wie schön das gemacht ist, sieht der nicht ein. Die ganze Plage, wovon man nichts hat, denn die Frau, die wird schon vom Kochen satt. Wem nutzt alles dann? Doch bloß dem Mann. Und die 5 Stunden Arbeit, den schönen Schmaus, den frisst er in 5 Minuten aus. Und dann steht er auf und dann muss er raus, aus. Durchfliegt man heute achtlos eine Zeitung, bedenkt man wohl selten einmal, wie plagt sich da täglich die Leitung mitsamt dem Betriebspersonal? Ach, die ganze Geschichte, die lohnt sich nicht. Was herrscht für ein Betrieb in Redaktion?
Die Setzer, die Drucker, die Expedition und 10 Redakteure, die sitzen umher. Und einer steht, ist der Sitzredakteur. Und da wird nun geschrieben, in einem Fort, ein großer Artikel von Mode und Sport und von Kunst ein ganz kleiner, denn das liest ja doch keiner. Und Politik und Börsenkritik und dann der Roman. Was wird da getan? Da wird rumgestrolcht und heimlicher Dolch und Fortsetzungsdolch und Telegramme. Erdbebenmalheur mit 1000 Toten. Wollen Sie noch mehr? 2000 Mann. Kommt gar nicht drauf an. Und dann das Lokale mit Raub und Mord. Die Leiche haben sie. Der Mörder ist fort. Und noch 10 Seiten mit Schwindel und Pleiten und Sterbefällen. Es wird alles gebracht, was uns morgens beim Kaffee Vergnügen macht. Und können Sie es nicht schildern, dann bringen Sie es in Bildern. Die sind oft so schön, so schwarz anzusehen. Ist kein Hindernis. Steht ja drunter, wer es ist. Und so geben Sie sich Mühe. Bis morgens früh. Und wer kriegt's in die Hände? Der Abonnent. Und er überfliegt 5 Minuten in irgendeiner Ecke. Und dann lässt das Blatt liegen auf irgendeinem Fleck. Oder er nimmt es noch zu irgendeinem Zweck. Weg. Es haben 2 achtbare Leute, eine Tochter, eine einzige bloß. Sie stehen ihr Sorgen zur Seite. Kein Opfer ist ihnen zu groß. Doch die ganze Geschichte, die lohnt sich nicht. Da geben sie sich Mühe und sparen für sie. Und ziehen sie groß, ganz makellos, als Stolz der Familie. Sie ist wie eine Lilie, mit 20 Jahren, ganz unerfahren. Und sie lullen sie in Schlaf vor dem Großstadtgeräusch. Und sie halten sie brav. Und sie halten sie keusch. Und halten sie fern von allen Herren. Und halten auf alles die schirmende Hand. Und hoffen im Stillen, wir bleiben beieinander. Es kommt hoffentlich keiner, der ihr frommt. Und dann kommt doch einer, wie das so kommt. Und dann sagen sie bloß, nun sind wir sie los. Haben 20 Jahre gedarft gespart. Wir haben sie wie eine Lilie bewahrt. Und wer hat einen Lohn? Der Schwiegersohn. Der kriegt sie, sie zahlen ihm die Mitgift aus. Die Hochzeitsgäste sind noch nicht raus. Da schlüpft eine Lilie mit nach Haus. Aus. Gräme dich nicht, wenn dich die Sorgen des Lebens bedrängen. Bleib immer froh, lass den Kopf niemals hängen. Wirst ja sonst hässlich, kriegst Falten und Runzeln. Bleibst ja viel schöner beim Lachen und Schmunzeln. Drum mach wie ich stets ein frohes Gesicht. Gräme dich nicht. Gräme dich nicht, kommst du statt abends erst morgens nach Hause und deine Gattin, die schimpft ohne Pause, dann lass sie schimpfen und freue dich riesig. Je mehr du lachst, umso mehr ärgert sie sich. Lach immer lauter, je länger sie spricht. Gräme dich nicht. Gräme dich nicht, wenn dir ein Mädchen einen Korb mal gegeben und sich einen anderen genommen fürs Leben, wirst vielleicht von ihr zum Hausfreund erlesen. Sonst wär vielleicht der bei dir es gewesen. Und das wär schließlich eine dümmere Geschichte. Gräme dich nicht. Gräme dich nicht. Bist du zu dick und du machst dir Gedanken. Denkst dir, die Mädchen, die lieben nur die Schlanken. Tröst dich, die denken verschieden darüber. Manche zwar haben die Schlanken viel lieber. Andere wieder lieben nach dem Gewicht. Gräme dich nicht. Gräme dich nicht. Willst du berühmt sein auf heutiger Erde? Darfst du kein Dichter, musst Boxer jetzt werden. Wirst dann bewundert, bestaunt voll Interesse. Kriegst du dann auch mal einen Schlag in die Visage? Lächle beglückt mit geschwollenem Gesicht. Gräme dich nicht. Gräme dich nicht. Heute, wo jedem dort alles geläufig, kommt auch zu dir der Exekutor sehr häufig. Doch ich sag, lächelnd ist nichts in der Börse. Aber im Kopf hab ich sehr schöne Verse. Geld hab ich nicht, doch ich mach dir ein Gedicht. Gräme dich nicht. Gräme dich nicht. Kriegst du eine Glatze, dann zieh keine Falten. Kannst dann beim Haarschneiden den Hut aufbehalten. Scheint auch der Mond dann im Laufe der Jahre. Besser eine Glatze wie gar keine Haare. Wenn es mal dunkel wird, brauchst du kein Licht. Gräme dich nicht. Gräme dich nicht, wartest du auf Aufwertung und auf die Zinsen, darfst du nie weinen, du musst immer grinsen, leb nur recht lange und wart nur geduldig, doch selbst wenn du stirbst, bleibt der Staat dir nichts schuldig, dann kriegst du die Zinsen am jüngsten Gericht, gräme dich nicht. Ich hab ein Haus in Berlin, das ist doch wie neu. Bloß oben ist ein Loch, da ging etwas entzwei. Nun fehlen da oben ein paar Steine, müssen neue dorthin. Ich sag zu einem Maurer, na, die sind doch bald drin. Aber gewiss, lieber Mann, da fangen wir gleich morgen an. Also um 8 soll er ankommen. Eine Stunde vergeht, der Segen ankommt.
Ich sage, das ist spät. Nee, sagt er, ist 9. Die richtige Zeit. Da sehe ich, zähl doch mit und ich wohne sehr weit. Wollte Straßenbahn nehmen. Keine zu sehen. Ruf ein Auto, besetzt. Na, da muss ich doch gehen. Aber nur jedem voran. So fangen wir gleich an. Na, dann zieht er sich um. Recht gründlich exakt. Was er mitgebracht hat, das wird ausgepackt. Er guckt ruf nach dem Haus. Da fehlt ein Stehen an dem Fleck. Also nimmt er einen Stehen und legt ihn gleich wieder weg. Er sucht erst eine Leiter, um nach oben zu gehen. Rechts 8 Schritte weiter, da schlägt er 10. Dann frühstückt am besten, holt sein Püllchen raus, steckt die Pfeife in Brand, die geht 15 Mal aus. Und wie sie brennt, sagt er dann, nun fangen wir gleich an. Er nimmt noch eine Prise, es ist über 11. Der nimmt er den Stehen, es ist noch derselbe, da muss er niesen. Der Kopf wird ihm schwer. Er legt den Stehen wieder weg, denn sonst 17 Mal leer. Er sucht nach einem Tuch, er hat leider keins. Ich sah es gut, dann nehmen sie meins. Dann ist ihm wieder wohl wie ein Fisch in der Elbe. Und dann nimmt er den Stehen, ist noch immer derselbe, will auf der Leiter, da schlägt er 12. Dann legt er den Stehen wieder weg. Seine Frau bringt das Essen. Nach so einer Arbeit, das schmeckt, das wird fest gegessen. Sie setzt sich zu ihm, er setzt sich zu ihr. Es gibt Carbonade und Jurken und Bier. Dann liest er die Zeitung und sagt, entrüstet zu ihr, du, da streiken sie wieder. Die sollen schaffen wie wir. Und dann gibt er ihren Küssen und dann schläft er ein bisschen. Und dann schlägt nur 2. Und da ist schon eine kurze Pause vorbei. Nun sagt er jetzt ran, nun fangen wir gleich an. Dann wird der Lehm umgerührt, der Weiche, der Gelbe. Und dann nimmt er den Stehen, ist noch immer derselbe. Da wird ihm schlecht. Die Jurken, das Bier, er legt den Stehen wieder weg und nimmt sein Zeitungspapier, denn der Stehen wäre weniger ihr eigen dafür, und geht an die Tür und da steht hier. Kommt nach 3 wieder raus aus dem kleinen Gewölbe, und dann nimmt er den Stehen, ist noch immer derselbe, und geht nur richtig, ohne Rast, ohne Ruh, mit dem Stehen auf der Leiter, was sagen sie nun? Ihr habt 20 Sprossen, jeden Fußbreit entfernt, aber er geht unverdrossen, gelernt ist gelernt. Da bei der 18. hält er, die Uhr schlägt 4, ist Feierabend und er steht hier. Nicht oben, nicht unten, die Sache geht schief. Er darf nicht mehr weiter nach dem Tarif. Er hat noch 2 Sprossen, aber darf sie nicht gehen. Oder 18 nach unten, ja, aber nicht mit dem Stehen. Was soll er nur machen, so nah am Ziel? Er schwankt zwischen Arbeit und Pflichtgefühl. Aber Pflichtgefühl wie? Ist egal, sagt der Grob. Und er lässt den Stehen fallen um mir auf den Kopf. Und wie ich schimpfe, da sagt er, warum stehen sie denn hier? Wir brauchen keinen Kopf mehr, sie können schaffen wie wir. Einmal im Jahr haben wir Geburtstag, die Jahre entgleiten. Ist man erst alt, denkt man früherer Zeiten. Dann müsst uns alles, was einst wir besessen, was wir erlebt und geliebt und vergessen, wieder erscheinen, wie früher es war. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr müsst man wie früher von Lebenskraft strotzen, ohne mit Affenverjüngung zu protzen. Müsst man so singen, die früheren Lieder. Schön ist die Jugend, sie kehrt immer wieder. Ich bin ein Jüngling mit lockigem Haar. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr müsste man wieder die Städten bereisen, die man einst sah, alle Gegenden preisen. Gott, war das herrlich, man fuhr durch die Lande, reiste ins Bad, ging spazieren am Strande. Manche, die haben gebadet sogar, einmal im Jahr. Einmal im Jahr müsst unser Weibchen so sein wie vor Jahren, jung und schön, als wir noch Brautleute waren, müsst uns so küssen wie früher im Leben. Und wie viel Küsse haben wir ihr gegeben? Später, da wird dann die Zuneigung rar, einmal im Jahr. Einmal im Jahr müssten die Mädchen, die Süßen, die Feinen, die einst geliebt wir uns wieder erscheinen. Zierlich keck müssten vorüber sie wandern, nicht auf einmal ein hübsch nach der anderen, dass uns Zeit bleibt für die liebliche Schar. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr müssten uns wieder begrüßen die Nieden, all unsere Lieben, die längst schon geschieden, müsst uns die Mutter nach allem befragen. Junge, mein Junge, so müsste sie sagen, macht uns zum Kinde trotz schneeweißem Haar, einmal im Jahr. Nee, das Geräusch in einem Fort, das Klingeln, Rasseln, das Geläute, das Radio hier, der Fernruf dort, ich finde keinen stillen Ort.
und dann der Sport, der reine Mord. Was ist das bloß für'n Tempo heute? Man rennt, man schwimmt, man boxt sich schlank. Sport macht gesund, hör ich oft sagen. Bis der gesund macht, bin ich krank. Ich kann das Tempo nicht vertragen. Eine Uhr zeigt heute schon, was sie kann. Sonst machte sie bis 12 die Runde. Nach 12 kam eins gemütlich ran. Doch jetzt kommt 13, 14 an. Bis 24 schlägt sie dann. Das Schlagen dauert schon bald eine Stunde. In 5 O'Clock Tee tut heute weh. Bei 5 hat sie sonst 5 geschlagen. Jetzt schlägt sie zum Glock 17 Tee. Ich kann das Tempo nicht vertragen. Mit Zeitungen füttert man uns satt, bevor man ein Blatt ausgelesen. Kommt zweite schon, da ist man platt. Und ehe man das gelesen hat, da widerruft schon vierte Blatt, was in dem dritten drin gewesen. Ich lese ja kein Exemplar, kauft mir einen Kalender vor ein paar Tagen. Der langt mir gleich für das ganze Jahr. Ich kann das Tempo nicht vertragen. Wer früher ins Theater ging, sah 3 bequeme lange Akte. Heute gibt's Revuen mit viel Gespring und Sang und Sing und Klang und Kling und 50 Bildern kurz und flink und 100 Damen und meistens Nackte. Eben die Ehenbeen freu ich mir auch, doch bis ich hinguck mit Behagen, haben die schon längst das andere hoch. Ich kann das Tempo nicht vertragen. Für Jen hat man heute keinen Sinn. Die Leute fliegen in hellen Scharen. Sie sitzen auch im Auto drin, kriegen hinten eine Rakete drin. Die explodiert nach vorne hin. Die lassen sich ja selber fahren. Ich fuhr einmal, das war nicht schön. Ich musste raus und rief mit Zagen. Ich lass euch fahren, lasst mir gehen. Ich kann das Tempo nicht vertragen. Man tanzte früher sehr diskret, konnte sich bequem im Walzer wiegen. Heut wird gehopst, so doll es geht, das Hinterste nach vorn gedreht. Man weiß zum Schluss nicht, wie man steht. Da kann man Darmverschlingung kriegen. Mir haben sie heute einen Tanz gelehrt, verdrehten beinahe mir den Magen. Ich glaub, ich steh noch jetzt verkehrt. Ich kann das Tempo nicht vertragen. Das Leben ist heute kein Genuss. Geht man heute mal zu einem Weibe, denn hat es eilig, kommt in Schuss. Will gleich einen Kuss und noch einen Kuss und noch einen Kuss und dann ist Schluss. Doch da zittere ich ja am ganzen Leibe. Da ist doch meine Frau voll Huld. Schön ist sie nicht, das muss ich sagen. Aber sie ist doch lieb und hat Geduld. Ich kann das Tempo nicht vertragen. Statistik zeigt's den Kenner, es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, es kann nicht jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht zu wählerisch, nur nach dem, der jung und frisch. Nehmen Sie einen Alten, so einen Alten wohlbestalten, so einen Beamten mit Pension. Sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, haben Sie etwas aufgefrischt. Ist er besser oft wie ein Junger und stets besser als wie nischt. Ist so ein Mann auch kein Adonis, wenn's man bloß eine Mannsperson ist, ging die Schönheit auch perdu. Umso mehr schaut man auf sie, hat er auch vielleicht eine Glatze, nur einer kriegt sie, einer hat sie, oder hat er ein Doppelkinn, gut, dann greift man doppelt hin. Nehmen Sie einen Alpen, hat er auch schon eingefalten, diesen bloß am Kopf zu sehen. Das andere ist vielleicht sehr schön. Nehmen Sie einen Alpen, ist er auch schon dick und breit. Den Jungen müssen sie erst füttern, und den haben sie schon so weit. Junger lässt sich schwer bezwingen, wenn sie den Pantoffel schwingen. Ein
Alter gibt ihm's Portemonnaie, machte Betten, kocht Kaffee. Ein junger küsst zwar heiß und mächtig, doch ein Alter küsst bedächtig, was ihm fehlt an Temperament, das ersetzt er durch Talent. Nehmen Sie einen Alpen, nehmen Sie einen Alpen, der versteht gut Haus zu halten, ein junger küsst voll unbedacht, oft und schnell drum geben Sie Acht. Nehmen Sie einen Alpen, nehmen Sie einen Alpen, der geht wenig raus, sich raus, küsst nicht oft, doch dauert länger, dadurch gleicht sich's wieder aus. Drum können Sie keinen Jüngeren haben, nehmen Sie sich einen Alpenknaben, es gibt ja viele dort und hier. Und wie wär's denn mit mir? Ich empfehle mich hier aufs Beste, hab noch heute sehr schöne Reste, blieb sie alle aus der Fern, schreiben Sie mal, ich komme hier. Nehmen Sie einen Alpen, nehmen Sie einen Alpen, der ist froh, wenn Sie ihn behalten, der bleibt treu in Ewigkeit, wird immer treuer mit der Zeit. Nehmen Sie einen Alpen, nehmen Sie einen Alpen, der küsst voller Liebesqual, denn er denkt bei jedem Kusse, huch, das ist vielleicht das letzte Mal. Schon, den sich kaufte der Herr Fichte bei der Firma Stern und Sohn. Dieser Paletot war ein Prachtstück und der Preis war gar nicht stark. 49 Mark und 80, nicht mal ganze 50 Mark. Der Herr Stern sprach, seien Sie froh, das ist mein schönster Paletot. Geben Sie Acht auf die Pracht, wird gestohlen bei Tag und Nacht. Sind Sie mal im Lokal, hängen Sie vor sich auf im Saal. Schauen Sie dann immer an, bleibt der Überzieher dran. Sehen Sie weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Fichte ging ins Wirtshaus leider, dort waren Zettel angebracht. Gibt kein Raum für Überkleider, jeder Gast gibt selber Acht. Einen Haken fand der Fichte hinten nur, es war ärgerlich. Darum dreht er sein Gesicht, der hängt den Mantel hinter sich. Und nun saß er wie gebannt, schaute immer nach der Wand. Ist er weg, ist er hier, ja, da hängt er übers Tier. Ist er hier, ist er weg, nein, da hängt er auf dem Fleck. Schau ich hier hinter mir, hab ich meinen Überzieher. Seh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Fichte rief nun Kellner Essen, der bracht Essen ihm und ging. Nun hat Fichte nie vergessen, dass der Mantel hinten hing. Denn ihm schien, das war gefährlich, als ob alle Gäste hier schauten gierig und begehrlich nur nach seinem Überzieher. Darum kam das, als er aß, er den Mantel nicht vergaß. Essen hier, da das Bier und da hängt der Überzieher. Oben kauen, hier verdauen und dabei nach hinten schauen. Schau ich hier hinter mir, schmeckt kein Essen und kein Bier. Seh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Nun mag sein, durch die Bewegung, durch das Drehen beim Souper, kam sein Korpus in Erregung und er kriegte Magenweh. Gut, sagt er, das geht vorüber, wollt zu der bewussten Tür, die ihm gerade gegenüber, halt, denkt er, der Überzieher, setzt sich wieder hin, ganz sacht, und hat kummervoll gedacht. Wenn zur Tür ich marschier, nimmt man mir den Überzieher, im Dreck, im Versteck, gehen die Magenschmerzen weg. Bleib ich hier im Revier, bleiben die Magenschmerzen mir, geh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. So dachte Fichte und blieb sitzen, aber schließlich musste raus. Plötzlich sprach er, das wird nützen, tritt jetzt mit dem Mantel aus. Brauchst ihn ja nicht anzuziehen, das erschüttert dich zu sehr. Nimmst ihn über den Arm beim Fliehen und kommst nachher wieder her. Er stand auf und setzt sich hin, alles fuhr ihm durch den Sinn. Essen Bier krieg ich hier, hab noch nicht bezahlt dafür. Magenschmerz drückt mein Herz und der Kellner anderwärts. Wart ich prompt, bis er kommt, weiß ich nicht, ob mir das prompt. Geh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Nehm ich mir einen Überzieher, über den Arm schaut man nach mir. Denn der Raum, der mein Traum ist, zwei Schritt vom Ausgang kaum. Steh ich auf und ich lauf, mit dem Rock hält man mich auf. Nicht vom Fleck, der will keck, mit nem Überzieher weg. Alles schwirrt, kracht und klirrt, bis der Wirt gerufen wird. Schließlich irrt auch der Wirt, schimpft mit mir und wird verwirrt. Kommt ein Gast und der fragt meinen Mantel voller Hass. Und ruft Keck, dieser Keck nahm er die Überzieher weg. Will ich dann zu dem Rand, kommt der Kellner hinten an. Bleiben Sie hier nicht zur Tür, zahlen Sie erst das Zeche mir. Bis ich zahl, voller Qual ist der raus aus dem Lokal. Ich am Fleck, ohne Zweck, und der Überzieher weg. Bis ich näher das erklär, dazu drängt die Zeit zu sehr. Das Malheur kommt vorher, ich hab den Gast nicht nötig mehr. Wie ich's mach, gibt ein Krach, da hilft gar kein Weh und Ach. Ich hab'n Schreck und einen Dreck und den Überzieher weg. Zeiten sind heute recht sonderbar, das Wundern verlernt man ganz und ja, drum denk ich eh'n für allemal, was auch passiert ist mir egal, und jedoch allens de kreuz und quer, ich wunder mir über gar nicht mehr. Ich kaufte mir kürzlich Ledersohlen, meine Frau ließ gerade ein Büffstück holen, das Büffstück war zäh und die Sohlen weich, drum kochte die Sohlen, ich fraß sie gleich,
Auf das Büffste glaub ich noch heute mehr. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Man wird halt betrogen in eine Tour. Ich kaufte mal kürzlich eine große Uhr. Na, das ist ein Ding, die macht Pläsier. Wenn die auf zwei steht, schlägt sie vier. Und dann ist halb neun ungefähr. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Ich kaufte mal gestern von einem Mann zwei Frankfurter Würste, ich sah sie an. Sind das doch Frankfurter? Er sagt ja. Und wie ich so auf habe, sagt er da, das Pferd stammt direkt vom Frankfurt her. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Das Sterben ist bald teurer wie das Leben hier. Es gibt jetzt schon Serie aus Packpapier. Na mir ist egalig, bin ich stolz. Immer rinnende Pappe, ich brauch kein Holz. Lieg ich erstmal unten ganz leger, dann wundert mich über ja nicht mehr. Ich sag zu einem Mann, ich hab genug, ich wär aus der Steuerverordnung nicht klug. Ja, sagt er, mir sind sie auch nicht klar. Und wissen Sie denn, was der Mann war? Der war Obersteuersekretär. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Wenn heutzutage ein Minister geht, dann bilden sie ein neues Kabinett. Kabinettsbildung ist ein schönes Wort. Das Kabinett, das haben sie sofort. Bloß mit der Bildung hält's oft schwer. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Ich kam gestern in der Nacht nach Haus, da räumten sie gerade meinen Schreibtisch aus. An meine Kommode stand ein Mann, der sagt zu mir, fassen Sie doch mit an. Sie sehen doch, für einen ist es zu schwer. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Ich suchte mal eine Wohnung und kriegte sie nicht. Jetzt habe ich eine Badestube gekriegt. In der Badewanne wird's Bett gemacht. Der Hahn, der dreppelt die ganze Nacht. Das Bett wird nass, keiner weiß woher. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Verkehrssteuern kommen jetzt, die drücken sehr, es wird immer verkehrter mit dem Verkehr. Ich lernte eine Dame kennen hier, ich ging mal ab und zu hin zu ihr. Jetzt will die auch steuern für den Verkehr, ich wundere mich über ja nicht mehr. Eine Hebamme war zu einer Frau bestellt, da kamen gerade Zwillinge auf der Welt. Als einer da war, da sagte sie, 8 Stunden sind rum, länger arbeite ich nie. Den anderen den hol ich morgen her, ich wundere mich über ja nicht mehr. Ollen Abreißkalender ja weg weg. Mein Freund wollte zu einem gewissen Zweck. Er kam Dach für Dach mit dem Datum aus. Bloß wie der Obstzeit kam, musste er öfter raus. Und Ende August sagt Prost Neujahr eher. Ich wundere mich über ja nicht mehr. Eine Villa habe ich mir gekauft zugleich, denn des Menschen Villa ist ein Himmelreich. Ein verarmter Graf hat sie mir abgegeben, sein Wappen ließ ich kleben. Aber dicht daneben steht mein Name über meine Tür und ich stell mir's gerne unter ihr. In meinen Zimmern liegt ein Teppich auf den anderen, schon vor der Türe drei Ehe ins Haus wir wandern und auch Juweline können wir nicht entbehren. Schon draußen beim Portier, da haben wir drei Portieren. Alles ist aus Seide und aus Plüsch, der Lateiner sagt Noblesse Plüsch. Meine Bibliothek wird riesig schön befunden, ich hab 1200 Bücher prächtig eingebunden, links 500 rote, graue, grüne, gelbe, rechts von gleicher Größe ganz genau dasselbe, mittendrin 200 Stück in blau, ja die Deckel kenne ich ganz genau. Bilder schaffte ich mir allerhand an, langt der Platz nicht, bauen wir noch eine Wand an, die Tapeten hängen voll von meinem Gelde, ich hab aus feinstem Öl die feinsten Ölgemälde und an jedem Bild, damit man weiß, was die Sachen kosten, klebt der Preis. Habe alle Maler mit berühmten Namen, kauf ich Bilder, guck ich immer nach dem Rahmen, denn so ein goldener Rahmen ziert die Wand am meisten, ich hab die größten Bilder mit den dicksten Leisten und ein kleines Bild von Menzel bloß, na Jott, Menzel war ja auch nicht groß. Auch eine Ahnengalerie lasse ich mir malen. Durch Bouillon kann ich mit meinem Gelde prahlen. Drum wie der Ahne wird, so werden sie alle. Ein Bouillonkopf kriegen sie auf jedem Falle. Und am Schluss der Sammlung im Salon hängt ein Bild von Gottfried vom Bouillon. Auf meinem Schreibtisch habe ich herrliche Skulpturen. Aus reinstem Marmor sind bei mir die Gipsfiguren. Auch eine Venus hatte man mir angeboten, die war von Mikosch, doch ihr fehlten beide Pfoten. Da sagte ich, nein, ich lass mir nicht betrügen, für das Geld kann ich eine ganze kriegen. Möbel haben wir herrliche und äußerst viele, besonders Stühle, eng, von ganz besonderem Stile. Meine Frau kann solche Stuhl nur schwer benutzen, sie ist zu breit, da hat sie keinen Platz zum Sitzen. Sie kommt ja rein, das geht noch äußerst knapp, bloß wenn sie hoch will, kriegt man Stuhl nicht ab.
Unsere Dienerschaft gleicht einem Bienenschwarme. Wir haben 4 Mamsells, 2 kalte und 2 warme. Wir klingeln gern, dann kommen sie alle gleich in Massen. Bloß eine alte Köchin haben wir gleich entlassen, weil meine Frau mit der vor 20 Jahren mal zusammen bei einer Herrschaft war. Auch zu reiten habe ich jetzt noch angefangen. Das ist sehr schwer vor denen, der stets zu Fuß gegangen. Wenn ich reite, brauche ich die ganze Pferdelänge. Sie glauben ja nicht, wie ich an dem Pferde hänge. Und klug ist das Tier, wenn ich mal fall und nach Hause komme, ist schon im Stall. Meine Frau macht's Reiten immer viel Vergnügen, bloß sie ist schwer, nur ist es schwer aufs Pferd zu kriegen. 2 halten's Pferd und 3 müssen schieben, bis sie hoch ist. Und dann steht noch einer drüben, der nach oben seine Arme hält, damit sie drüben nicht wieder runterfällt. Jeden Mittag haben wir eine Menge Gäste. Zu den Leuten sage ich, fressen sie mal am Feste. Ich beneide sie, sagt mancher, den ich lade. Denn sag ich, das wollen wir ja auch gerade. Sie sollen sich ärgern und sollen neidisch sein. Dazu laden wir ja die Leute ein. Jetzt soll mein Lied erschallen dem seligen Couillet, der hinterließ uns allen eine herrliche Idee. Ein jeder wird gesund jetzt durch Autosuggestion, man braucht keinen Arzt, man redet nur im Überzeugungston. Es geht mir in jeder Hinsicht mit jedem Tag immer besser und besser und besser und besser. Das sagst du jede Stund, wenn's dir dann täglich besser geht, dann bist du bald gesund. Wenn Zahn wie du bekommen, wenn deine Backe schwillt, dein Kopf ganz aufgeschwommen, ein wundervolles Bild, schmerzt mal die eine Seite und mal die andere dir, dann klettere die Wände hoch und stöhne voll Pläsier. Geht mir in jeder Hinsicht auf jeder Backe immer besser und besser und besser und besser. Das ruf 8 Stunden aus, dann geh zum Zahnarzt und in 5 Minuten ist er raus. Geheilt wird heute alles durch Autosuggestion. Die heilt dir selbst denn alles in wenig Tagen schon. Du brauchst die gleichen Worte, nur reden immer da. Dann frisst du Stiefelwichs auf und denkst es Kaviar. Oh, es geht mir in jeder Hinsicht nach jeder Pleite immer besser und besser und besser und besser. Dann denkst du eine Million und denkst, du hast ein Auto, das ist Autosuggestion. Bist du ein alter Ehemann und hast eine junge Frau und sagt dein Weib, ach geh, Mann, du wirst bequem und lau. Da brauchst du nur zu denken an Jugendüberfluss. Streng dich nicht an, geh ans Rand und sag bei jedem Kuss. Ich küsse in jeder Hinsicht mit jedem Tag immer besser und besser und besser und besser. Dann stehst du schneidig da. Und wenn dann noch ein Hausfreund kommt, dann bist du bald Papa. So lebst du ohne Plage, sag immer früh und spät, dass es mit jedem Tage dir immer besser geht. Und nach die letzte Stunde sollst du dein Ende spüren, dann rede stets, solange du sprichst, da kann doch nichts passieren. Also rede in jeder Hinsicht in letzter Stunde immer lauter und lauter und besser und besser. Tut auch der Schnabel weh. Sobald du deinen Schnabel hältst, da geht's dir wie Herrn Couillet. Man kann nicht alles singen, so wie man singen möchte. Es gibt gewisse Worte, die sind nicht jedem recht. Da weiß ich mir zu helfen, ist mir ein Wort zu dumm. Dann lass ich's weg und singe bloß vom Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Es tritt beim Fotografen ein dicker Bauer ein, schon steht er und schaut grinsend zum Apparat hinein. Doch gerade vor dem Knipsen dreht er sich ängstlich um, nun sieht man bloß den Witte-Witte-Witt, den Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Hat von Verjüngungspillen ein Alter was gehört, dacht Wunder, wie die wirken, nun ist er ganz verstört. Sie liegen ihm schwer im Magen, sobald eine Stunde um, da läuft er nach dem Witte-Witte-Witt, dem Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Der Adam lag erst gähnend im Paradies allein, hat ständig Langeweile, was mocht die Ursach sein? Als Eva dann gekommen, da wusste er warum, ihm fehlte bloß so ein Witte-Witte-Witt, so ein Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Manch Ehemann schon bei Jahren, doch noch recht jugendlich,
küsst manches junge Mädchen, zu Haus verstellt er sich, da hockt er bei der Alpen und stellt sich lahm und krumm und drückt sich um das Witte-Witte-Witt, das Witte-Witte-Witt drumrum. Es seufzt ein alter Sperling, wie schön war's in der Stadt, als uns so manches Rösslein was abgeworfen hat. Jetzt sieht man bloß noch Autos, schaut sich vergebens um, nach so einem kleinen Witte-Witte-Witt-Zum, Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Es gibt gewisse Schieber mit großem Dienertross, die sitzen erster Klasse und sitzen hoch zu Ross. Sie sitzen stolz im Auto, dann geht die Sache krumm, dann sitzen sie im Witte-Witte-Witt, im Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Es lebt mit ihrem Manne ganz einsam die Frau Schmidt, nur manchmal, da besucht sie ihr Nachbar, der Herr Witt. Herrn Witt, den mocht sie leiden, und eh ein Jahr herum, da kam so ein kleiner Witte-Witte-Witt-Sohn, Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Wer sich die erste Frau nimmt, dem kann man das verzeihen. Er kann auch bei der zweiten noch bei Verstande sein. Doch wer die dritte heiratet, muss ins Panoptikum. Der hat so einen kleinen Witte-Witte-Witt-Sohn, Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Es sagt ein Heiratsmakler zu einem jungen Mann, ich hab für sie ein Mädchen, da hängen Moneten dran. Sie ist auch vorn nicht hässlich, bloß drehen sie sie nicht rum. Da hat sie einen kleinen Witte-Witte-Witt-Zum, Witte-Witte-Witt-Bum-Bum. Bevor du stirbst, verschiedene Regeln vor dem Tode zu befolgen. Bevor du stirbst und einziehst in die Fremde, rasier dich noch und nimm ein reines Hemde, musst dir eine saubere Krawatte drechseln, du kannst nachher die Wäsche nicht mehr wechseln. Leg dich bequem, befreit von jedem Zwange, du liegst in dieser Lage ziemlich lange. Nimm Kissen unterm Kopf mit weißen Bündchen und mit der Aufschrift nur ein Viertelstündchen. Bevor du stirbst, schau nach dem Wärmemesser, stell Heizung ab, für dich ist Kälte besser. Bestell den Milchmann ab und auch den Bäcker, zieh deine Uhr auf, aber nicht den Wecker. Und dann stirb pünktlich, Frauen wollen zum Schneider, sie können nicht trauern ohne Trauerkleider. Ja, manche, die bestellen's schon vor dem Tode. Wenn du dann wartst, dann ist es aus der Mode. Bevor du stirbst, musst du dir einen Abschied leisten. Denn man betrauert meist sich selbst am meisten. Spiel einen Trauermarsch auf deinem Klimperkasten. Doch spiele ernst nur auf den schwarzen Tasten. Bist du verheiratet mit einem giftigen Drachen, dann schimpf noch mal, dass alle Wände krachen. Doch dann stirb schnell, soll sie dann weiter brüllen, dann hörst du nichts und hast den letzten Willen. Bevor du stirbst, besuch noch die Bekannten, die sich mit Recht einst deine Freunde nannten. Sag nicht, warum du kommst beim Weitergehen, schau sie nur an, sag kurz auf Wiedersehen. Doch hat dich jemand schwer gekränkt mitunter, mit letzter Kraft hau dem noch einen runter. Kriegst du Gefängnis dann von längerer Dauer, schreib kurz, ich kann nicht kommen, ich habe Trauer. Bevor du stirbst, da kannst du die bedenken, die dich geliebt, die kannst du reich beschenken. Doch es gibt Verwandte, die aufs Ende lauern, wenn die was erben, da können sie nicht trauern. Die gehen vom Grab direkt zum Weinlokale, dort weint man nicht, man lacht beim Weinpokale. Sie trinken auf dein Wohl beim Saft der Reben. Erst wenn du tot bist, lassen sie dich leben. Drum, eh du stirbst, musst du noch einmal lachen. Nicht denen, dir musst du eine Freude machen. Ruf diese Bande, kommen sie dann in Masse. Und können nicht weinen, zeig ihnen die leere Kasse. Wenn sie die sehen, da kränken sie sich tüchtig. Da werden sie traurig und dann weinen sie richtig. Und wenn sie weinen, zeig ihnen deine Lände und lach dich tot, das ist das schönste Ende. Musik.
Neugier hab ich nie gelitten. Drum in der Schule Jahr für Jahr saß ich als Letzter unumstritten, weil ich nie wissbegierig war. Die anderen plagten sich indessen, ich dachte nicht nach, kam nicht in Schweiß. Was man nicht lernt, wird nicht vergessen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mir macht kein Kreuzworträtsel Kummer, wozu die Lösung voller Qual. Die steht ja in der nächsten Nummer, und steht sie nicht, ist's auch egal. Wenn ich nen guten Wein bestelle, frag ich nie vorher nach dem Preis. Erst trink ich ihn auf alle Fälle. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Muss ich was Zweifelhaftes kauen, verspür ich keinen Wissensdurst. Ich hab selbst zu ner Wurst Vertrauen, das was da drin ist, ist mir Wurst. Mich macht kein Ragoufeng beklommen, und beim Genuss des Hühnereis, da frag ich nicht, woher's gekommen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wie alt ne Frau war nie mein Eifer, macht ich mit ihren Seitensprung. Frauen altern nicht, die werden nur reifer, solange sie lieben, sind sie jung. Ich fragte nie nen Herzensfalter, wie ist dein Alter, schnell Beweis. Ich frug nicht mal, wo ist dein Alter, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich hab ne Frau von leichtem Blute, drum reise ich mal, meld ich genau die Rückfahrtzeit auf die Minute, und danach richt sich meine Frau. Dann springt sie schon, sobald ich nah bin, ich komm nie plötzlich von der Reis. Dann ist sie treu, sobald ich da bin. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So schau ich mild auf alle Tücken, drum brauch ich, geh ich eins zur Ruh. Nur noch ein Auge zuzudrücken, das andere drückt ich hier schon zu. Schlaf lächelnd ein auf meinem Sitze, lass mich verbrennen sanft und leis. Komm trotz der Hitze nicht in Hitze, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.